herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Origins. Bevor wir da mit unserer Mission weitermachen, möchte ich kurz etwas probieren. Und zwar kann man da Brandpfeile machen. Schnell erledigt werden. Ist denn niemand der Sache gewachsen? Kann ich jetzt den anzünden? Nein. Wo ist mein Pferd? Na gut. Oh, so ein Pferd. Servus. Der letzte Leibwächter. Du, dieses Abzeichen. Bist du ein Mann von Ehre? Es gibt nur noch so wenige. Ich bin ein Magi. Ich löse Probleme. Gut, ich habe eins. Ein höchst wertvoller Schatz muss heute noch überbracht werden. Du wirst gut bezahlt werden für diese Arbeit. Hier sind einige Drachmen als Vorschuss. Ja, lässig. Diese Stadt ist sehr viel teurer, als ich gewohnt bin. Gut, abgemacht. Folge mir. 75, nicht schlecht. Das, worum ich dich bitte, ist von höchster Wichtigkeit. Ja, natürlich. Das Händlerleben ist nicht einfach, das kann ich dir versichern. Tigerfelle oder Statuen zu transportieren, ist ein hartes Brot. Warum? Ach, diese Arbeiter. Die sind nie da, wo sie sein sollen. Nun, wie ich sagte, es muss schnell gehen. Oh, und weiche nicht von deiner Aufgabe ab. Kein Stück. Ich würde es erfahren. Mehr als das ist mir nach der Flut nicht geblieben. Du hängst anscheinend sehr an deiner Fracht. Ich schwöre beim Grab ihrer Mutter, die Götter schickten sie, um Alexandria zu verbessern. Sie? Ich habe deinen Leibwächter, Kara. Ich wünsche keine Wiederholung wie beim letzten Mal, Tochter. Warte, das ist nicht das, worum du mich Magi, ich überschütte dich mit Drachmen, solange sie sicher ist. Okay. Und Kara, vergiss nicht den Empfang heute Abend. Du wirst bereit sein. Natürlich, Vater. Das möchte ich nicht verpassen. Was ist denn in der Hand, Onyx? Ich bin so glücklich, dass du mir zu Hilfe kommst, Magi. Du bist schnell wieder zu Hause. Keine Sorge. Ja, nehmen wir gleich das Boot oh, da. Oh, natürlich. Danke, mein Bulle. Du siehst aus wie Herakles. Vielleicht nenne ich dich meinen Herakles. Ja, okay. Könnte ich mich anfreunden. Endlich! Planänderung, Herakles! Was er? Ja, schon gut. Kind, ich bringe dich jetzt nach Hause. Ich gehe nicht. Kennst du eigentlich die Priester hier? Langweilig. Nein, ich muss auf den zentralen Markt. Ich habe von neuen persischen Stoffen gehört. Ich brauche sie. Sonst was? Sonst schreie ich. Dann kommen die Soldaten. Und dann, nun, selbst wenn du überlebst, wird Vater sehr erzürnt sein. Anubis soll diese Stadt holen. Servus. Ist das Sach mit in Verkleidung? Ist das eine Prüfung? Wie war das? Ach, nichts. Gut, zuerst holen wir mein Pferd. Ach, cool, mit Echo. Ich bin furchtbar behandelt, wenn ich nicht in der Nähe bin. Man sollte meinen, jemand würde das Wasser reinigen. Uah. Du führst das Boot sehr gut. Danke. Wirklich viel besser als meine anderen Leibwächter. Trotzdem haust du ins Wasser rein. Los geht's. Wieso kann ich nicht rennen? Ich liebe diesen Teil der Stadt einfach. So oh rustikal. Mann, jetzt kriege ich keine Drachen wahrscheinlich, weil der... Sie förmlich riechen. Mann. Sie leben ein wahrlich einfaches Leben hier. Pegasus kann es einfach nicht erwarten, mich wiederzusehen. Natürlich hast du dein Pferd... Junge Dame, wie schön, euch wiederzusehen. Wir ließen sie neu beschlagen, wie gewünscht. Na also, war das so schwierig? Aha. Wo ist meine Bezahlung? Ich sollte dich nur nach Hause bringen, nicht für dein Pferd bezahlen. Ich bin sicher, mein Vater wäre nicht erfreut, dass du das vor dem da diskutierst, Pferdemann. Natürlich, ich bespreche das mit deinem Vater. Oh, Pegasus, ich weiß, du hast mich vermisst. Ja, das hast du, du wunderbares Geschöpf. Wenn du nur Flügel hättest. Zeit zu gehen, Leibwächter. Was soll das heißen? Wird die nicht selber für ein scheiß Pferd reiten? Oh mein Gott, das ist wieder urweit weg. Jetzt reicht es mir. Ich bringe dich nach Hause, Prinzessin Kara. Oh, ihr großen Kerle seid alle gleich. Ihr gönnt mir auch keinen Spaß. Ich sollte dich hier lassen. Es ist deine Pflicht, mich sicher abzuliefern, oder nicht? Nein. Wer würde davon erfahren? Dein Gewissen wüsste es.
bereit. Sieh da, Leibwächter. Dort hatte ich meine erste Diskussion mit einem Soldaten. Ich bin sicher, er war sehr dankbar. Hä? Wir müssen zum Markt und Stoffe kaufen. Nein, wir gehen nicht zum Markt. Bringe dich nach Hause, wie es dein Vater wollte. Und nichts anderes. Jetzt reit vor. Weißt du, du machst alle meine Chancen zunichte, dieses perfekte Leinen zu bekommen. Da gibt es Unterschiede? Du bist viel ernster als meine üblichen Leibwächter. Ja, was sind das denn für Leibwächter erst? Du könntest dich... Ja, wie komme ich da hin am besten? Falsche Richtung. Ich habe einen Namen! Bayek? Ah, du kennst meinen Namen. Ich kann mich an alle ihre Namen erinnern. Wessen Namen? Die der Leibwachen. Ich schicke ihren Familien sogar Geschenke, wenn ich kann. Ja, kannst du mir vielleicht auch Geschenke schicken? Kara. Ja? Wenn wir Leinen für dich finden, wärst du glücklich? Wirklich? Natürlich! Danke, Bayek! Du hast einen wirklich interessanten Blick. Du siehst meinen Blick Danke. Nicht. Synagoge, cool. Wir sind fast da. Endlich. Los geht's. Oh. Und da haust du gleich vom Pferd runter. Geht schon, kauf mal ein paar Leinen. Wieso rennst du behindert? Kannst du nicht normal rennen? Endlich. Diese Stoffe sehen gut aus. Oh, das ist aber schwer. Würdest du mir helfen? Ja, bezahlen müssen wir eh nichts dafür. Nehmen wir es einfach, ist ja wurscht. Bayek! Pegasus! Sie wurde gestohlen! Bleib hier! Geh nicht weg! Ja, dann... Wo ist mein Gaul? Ich brauch mein Gaul! Wer klaut bitte ein Pferd? Kann ich einen Dieb da schießen? Verzeihung. Ich muss weiter. Haltet alle Verfolger auf. Haut ab! Das ist was ganz Besonderes. Keine Lücken. Ich muss weiter. Haltet alle Verfolger auf. Egal, das ist natürlich genau da. Andere auch sein müssen. Pegasus nicht ins Wasser laufen, bist du dumm? Okay. Jetzt muss ich meinen Gaul da lassen, oder wie? Oh Mann, das ist alles so weit weg. Erledigt. Oh, ruhig, Mädchen. Ich bring dich zurück. Deine anstrengende Herrin vermisst dich schon. Pegasus, hm? Gefällt mir. Gut für ein Pferd. Du würdest Aya gefallen. Keiner, wer Aya ist. Ich erlege dich. Keiner kommt vorbei. Na komm, Mann, abfacken kann ich dich auch. Scheiße, mein Pferd ist tot. Fuck. Oh Mann. Wieso schießt der Trottel auf meinem Pferd ab? Bist du asozial? Ah, da rettet er mir sogar entgegen. Cool. So, diesmal tötet man nicht das Pferd.
Erledigt. Oh, ruhig, Mädchen. Oh Gott, ich muss nicht mehr so weit weg. Deine anstrengende Herrin vermisst dich schon. Pegasus, hm? Gefällt mir. Gut für ein Pferd. Du würdest Aya gefallen. Servus. Hierher, Bayek. Oh, jetzt krieg ich Ärger. Papa, aber Pegasus hat gelahmt. Bayek ließ sie versorgen. Er war kurz weg. Ah, ich habe gehört, es gab Ärger, aber meine Prinzessin sagt, du warst der Held des Tages. Kann er für immer mein Leibwächter sein? Nein, bitte, ganz bestimmt Vater. Nicht. Wie viel kostet es, ein Magi-Fest anzuheuern? Ich bin nur für kurze Zeit hier. Schade. Dann nimm bitte diese äußerst großzügige Belohnung für deinen Dienst an. Ja, jetzt kommt so vier Drachmen oder was. Malache. Was habe ich jetzt gekriegt, sag? Steht nicht. 500, na gut, ist nicht so schlecht. So, Fähigkeiten. Eines aber nur, ich dachte, zu. Okay, den Nebelwandschaden können wir uns noch nicht holen. Was ist das? Cool. Dann holen wir uns jetzt mal die Schlafpfeile. Aha, wie funktioniert das jetzt? Kann ich da jetzt mehrere Hilfsmittel? Aha. Aha, das ist deppert. Na gut, nehmen wir die Schlafpfeile. Was ist mit dir? Na gut, mit dir will ich nicht mehr sprechen. Eine neue... wie heißt's? Papyrusrolle. Oder Papyrusrätsel. Wie komme ich da hin? Da schaut's gut aus. Gott, das war jetzt nicht gut versteckt. Weg der Natur. Schauen wir mal, dass es gleich... 10 Papyrusrätsel gibt's nur? Oder kann ich die wegschmeißen? Im östlichen Teil des Nomos Canopos liegt verwüstetes Land, wo viele Bäume fielen und ihre Heimat verloren. Ich bin mit dem weißen Baum, dessen Eltern in der Nähe fielen und ihre einsame Tochter zeigen. Im östlichen Teil des Nomos Canopos. Dürfte nicht so schwer sein. Nie ohne, das ist da drüben. Im östlichen Teil, na wo könnte das sein? Müssten wir uns mal das da anschauen, die... Also darauf. Und dann, aber na gut, das brauchen wir jetzt noch nicht. Wir sind da noch recht weit von dem entfernt. Was kann man sonst noch für Unfug treiben? Stufe 20, das ist viel. Wie sieht es bei dem aus? Stufe 12, die alten Zeiten. Aber das ist, glaube ich, schon das Nomos Canopos, oder? Genau. Dann schauen wir, dass wir jetzt endlich... Ups, da war ich hier richtig. Ah ja, machen. Die ist eh nicht so nah, nicht so weit entfernt. Kann ich da durch? Jawohl. Was hat's mir gebracht? Nix. Gaul! Da bist du. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das aufwerten soll, meine Ausrüstung. Ich glaube, das Schild, das benutze ich ja nicht wirklich viel. Ich glaube, ich werde das nächste Mal, wenn ich wieder 3000 habe, nicht mein Schild aufwerten. Bogen und Schwert habe ich aufgerüstet. Grabmal von Alexander den Großen. Noch ein Papyrusrätsel? Habe ich es jetzt schon gefunden? Okay. Dann holen wir uns das gleich. Ja, als ob er da nicht drauf kann. Das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein.
Εσού ελάβνην ούγι γνωσκό μην γε. Γης βέλτιστο. Wie kommen wir da ran? Waffenkammer? Wie kommen wir da ran? Was ist das für ein Ort? Vielleicht von da vorne? Wahrscheinlich. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kommen wir da rauf? Schauen wir uns gleich an. Das ist was anderes. Hoffnungsstrahl. In der Katara-Senke gibt es nur einen Ort, der nicht trocken und traurig ist. Keine Ahnung. Lassen wir das einmal. Vielleicht, wenn wir zu viele haben, vielleicht machen wir eine Papyrus-Rätsel-Episode. Gaul. Was soll das jetzt da sein? Oh, sag nicht, wir kommen da nicht raus. Da. Lass mich mal folgen. Vielleicht können wir wieder schießen. Kann er nicht schaden. Serapis, die Schlange bekommt eine Antwort. Das ist von mir. Alle Schriften müssen in der großen Bibliothek kopiert werden. Die könnt ihr nicht haben. Wie soll ich Aya zwischen all diesen Schriftrollen finden? Keine Ahnung, wo soll die sein? Manus redet zu viel. Er hat interessante Ideen. Sehr radikal. Fast beängstigend. Wissen wir schon, wer Aya ist? Da hast du recht. Aber kann er sie das nicht... Das Wissen der gesamten Welt steht euch zur Verfügung. Noch ihr über Pyrus rätsel ernsthaft? Ist das gleich das? Jo. Das Wissen der gesamten Welt steht euch zur Verfügung. Hier könnt... Also gut. Serapis. Was jetzt? Wo ist Aya? Ah, Serapis. Ich verfasste einen tragikomischen pastoralen Epos über ihn. Wie soll das sein? Du bist Magik, oder? Ist sie sicher? Beeilung, folge mir. Es tut mir leid, guter Mann, du scheinst betrunken zu sein. Die Bibliothek ist für ernsthafte Gelehrte. Sie hat sich versteckt. Wer bist du? Ah, du interessierst dich für homerische Verse, hier entlang. Ich bin Ayas Vetter, Phanos. Ah ja, Phanos. Schön, dich kennenzulernen. Erzähl mir, was mit Aya geschehen ist. Warum die Heimlichtuerei? Gennadios lässt seine Männer die Häuser durchsuchen. Oft zerren sie Menschen auf die Straße und foltern sie für Informationen. Typisch für das Regime, unter dem wir leben. Gennadios? Ein Monster. Der Phylakitai von Alexandria. Phylakitai ist ein cooles Wort. Die Stadt, um sie zu finden. Wo ist sie jetzt? Ich habe einen sehr mächtigen Freund, Apollodoros. Du hast sicher von ihm gehört. Noch nie im ganzen nicht. Leben. Na schön. Jedenfalls bot er Aya ein Versteck an, als sie hier Probleme bekam. Aber was ist geschehen? Du weichst mir aus! Ein Wirrwarr politischer Intrigen. Sie wird dir alles erklären, sei unbesorgt. Kann so schneller gehen? Danke. Oh. Da! Das ist Phanos! Ihr glaubt, er sei ein Poet! Der moderne Sophokles. Weiter kann ich nicht gehen. Du findest den Weg zu Aya in dem Monument da vorn. Was bist du für ein Trottel? Sag's mir doch einfach.
Kann ich da rein? Genau da. Was hat er mir das da gezeigt? Nix. Was für eine Falle. Alles Notizen. Hey, wieso hab ich meine Kappe abgesetzt? Ich hab dich vermisst. Wir dürfen uns nie wieder für so lange trennen. Oh, wie süß. Wir haben doch nur noch uns. Ohne Hemmo. Lass uns zusammen sein. Uns zwei. Miteinander. Ich habe Neuigkeiten. Hamlets. Lässt sie einfach gehen? Was soll das sein? Die Gerechtigkeit hat dich vernarrt. Ah. Hiermit habe ich Medunamon erschlagen. Ich hasse es, dass wir so etwas tun müssen. Aber gut, dass du es getan hast. Wenn ich ehrlich bin, habe ich es genossen. Hm. Kranker Typ. Ich rasiere mich. Also, ich werde rasiert. Deine Berührungen haben mir gefehlt. Und mir, dich zu berühren. Und ich habe Lidschatten aufgetragen. Arcteon. Ich spürte ihn auf und fand eine Maske in seinem Zimmer. Als er zurückkam, zwang ich ihn, sie zu tragen. Dann stieß ich dieses Messer durch die Augenschlitze. Ah ja. Aber ich war unvorsichtig. Ein anderer Maskierter verfolgte mich nach Hause. Das war sogar noch schwieriger. Nur noch einer mehr. Und dann sind wir fertig. Oh, wie süß. Die zwei Liebenden haben sich wieder. Sieh dir das an. Ich habe es von Arcteon. Apollodorus sagte, der Papyrus sei aus dem Regentschaftsrat. Das heißt, die Schlange gehört zu Ptolemäus Hof. Woher weiß dieser Apollodorus solche Dinge? Er hat überall Informanten, durch seine Arbeit für Kleopatra. Kleopatra? Sie ist geächtet worden. Von ihrem verräterischen Bruder, ja. Sie will zurück auf den Thron. Sie will den Tod der Schlange ebenso wie wir. Und sie vertraut mir. Sie gab mir das, um ihn Nein. zu töten. Nein. Mit dieser alten Klinge wurde der Tyrann Xerxes getötet. Eine Waffe der Gerechtigkeit. Oh, cool. Bist du narrisch? Ah. Ich gehe zum Palast und finde heraus, wer das Siegel der Schlange benutzt. Und das hier benutze ich. In der Kammer des königlichen Schreibers findest du viele Informationen. Er verbringt viel Zeit im Badehaus. Durchsuche den Palast, wenn er fort ist. Und du? Ich kann hier nicht weg, solange Gennadios die Straßen absucht. Er ist entschlossen, mich zu töten. Dann werde ich neben der Schlange auch sehen, was ich von Gennadios erfahren kann. Und ihn töten. Finde heraus, wer die Schlange ist und zeig ihm das Gesicht des Todes. Ich treffe dich am Paneum, wenn du die Schlange und Gennadios getötet hast. Mein Herz weint, bis ich dich wiedersehe. Und auch meins, mein Liebster. Du kannst mich ja anschauen, während du mit mir redest. Na gut, das war's für die Episode. Hat eh lang genug gedauert. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn würde ich mich über Likes freuen. Und falls ihr mehr davon sehen wollt und nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr wie immer gerne abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal zu Assassin's Creed Origins.